Ich hatte ja bereits diverse Videos über das Thema Grifftechnik gemacht. Und das geht schon seit einigen Jahren so. Auch ich lerne kontinuierlich dazu und habe so hier und da meine Aha-Effekte. Eins dieser Aha-Effekte hatte ich in dem Moment tatsächlich mit meiner Glock. Ja, das Drecksdingel da, ne? Ihr wisst, Freundschaft plus und so. Und da möchte ich euch jetzt anhand von drei verschiedenen Waffen etwas aufzeigen. Und ich möchte euch aufzeigen, warum es so elementar wichtig ist, wenn es geht, Waffen vorher zu begrabbeln und auch mal zu schießen. Wir fangen mal mit der Glock an. Sie ist ungeladen, wie gehabt, Safety Check. Ja. So. Wichtig ist jetzt, ich muss es nämlich quasi im gespannten Zustand sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Die alte Schule des Schießens sagt ja, die Pistole soll mittig zwischen Daumen und Zeigefinger und die Fingerspitze soll vorne auf den Abzug. So, wenn ich jetzt die alte Schule bei mir anwende, guck mal, wo mein Finger sitzt. Das kann nicht funktionieren. Nummer 1 sprechen wir hier über eine Dienstwaffe. Dadurch ist der Abzug um einiges härter als jetzt zum Beispiel ein Sportpistolenabzug, der vielleicht mit 1000 oder 1100 Gramm auf der Uhr steht. Der hier liegt ab Werk bei über 2 Kilo. Da brecht ihr euch die Finger bald durch, bis das funktioniert hat. Das bedeutet, man muss in dem Moment, je nach Waffe, sich gegebenenfalls auch von der alten Schule herausbewegen und aus der Komfortzone ein Stückchen herausbewegen und sich etwas umgewöhnen. Das bedeutet, damit ich jetzt hier, wieder gespannt, die Glock vernünftig halten kann, dass ich mit dem Finger an den Abzug vernünftig drankomme, muss ich die Mündung der Waffe etwas nach rechts drehen. Nicht viel, das ist aber jetzt abhängig von der Handgröße. Ich habe eine Handschuhgröße 9, das ist also mittel. So. Wenn ich jetzt gucke, ich gehe jetzt mal bewusst etwas aus der Mitte raus, ihr seht das. Und jetzt gehe ich mal mit dem Finger an den Abzug und ihr seht, ich bin jetzt hier tatsächlich relativ mittig mit meinem ersten Fingerglied auf dem Abzug drauf und mein letztes Fingerglied ist soweit eigentlich parallel zur Waffe. Das sollte das Ziel sein. Ziel ist es, dass dieses Fingerglied hier, das letzte, parallel zur Waffe geht. Und so weit muss die Waffe letzten Endes in der Hand gedreht werden, damit ich das erreiche. So sollte das dann letzten Endes aussehen. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, einen geradlinigen Zug, also eine geradlinige Bewegung nach hinten zu ermöglichen, um damit auch die Waffe so wenig wie möglich zu verkanten beim Schuss. Das ist bei mir das Problem mit der Glock. Ich bin immer alte Schule hingegangen, habe mich mittig auspositioniert. So, und damit bin ich schlecht am Abzug dran. Mein letztes Fingerglied guckt weg und damit vorbei. Ja? Die Dinger gehen links weg. Jetzt habt ihr aber keine Glock. Ihr habt von mir aus eine CZP07. Ebenfalls Safety Check. So, hier ist es so, wir sprechen jetzt hier über einen anderen Griff. Der Griff ist hier oben in diesem Bereich schmaler, als er hier unten ist. Die Ergonomie der CZ ist in meinen Augen besser als bei der Glock, muss man ganz klar sagen. Denn, wenn ich jetzt die Waffe gespannt habe, guck mal, ich halte sie soweit fast schon, selbst wenn ich sie jetzt hier komplett mittig halte, ich komme immer noch mittig, also ich kann immer noch mein letztes Fingerglied parallel zur Waffe und mein Finger ist im Single-Action-Modus weitestgehend an der richtigen Position. Ich kann ganz leicht drehen, kommt dran. Bedeutet, je nachdem, was für eine Waffe ihr habt, kann es passieren, dass ihr eure Hand wieder ein ganz klein wenig anders positionieren müsst. Denn je nachdem, wie dick oder wie dünn der Griff ist, wie lang oder wie kurz der Griff ist, kann sich das unterscheiden. Wir nehmen mal hier zum Beispiel meine kleine PK380. Das ist natürlich jetzt ein kleines Schnuckelchen. Wenn man jetzt hier den Griff sieht, das ist ja total babyhaft. Ne? So, ebenfalls leer. So, da komme ich sogar jetzt mit Double Action richtig an den Abzug dran. Single Action kann ich, hier, bin ich komplett mittig drin, so wie es eigentlich sein sollte. Alte Schule. Ne? Fingerglied ist parallel zur Waffe
und mein Abzugsfinger ist richtig dran. Andere Waffe, andere Grifftechnik wieder. Deshalb, bevor ihr eine Waffe kaufen geht, geht mal in den Laden, begrabbelt sie. Guckt, wie die Ergonomie der Waffe für euch ist. Passt sie in eure Hände? Kommt ihr vernünftig an den Abzug dran? Geht im Laden ruhig mal in den Anschlag rein, so wie ihr auf dem Stand sein würdet. Ja? Der zweite Punkt ist, nur dann, wenn ihr das hinkriegt, müssen hier vorne Daumen und Zeigefinger, Zeigefinger der Schusshand, Daumen der Stützhand, auf einer Höhe mit der Fingerspitze sein. Sie sollten nicht so oder so sein. So müsst ihr euren Griff ausrichten, auch durch diese Verkantung der Stützhand. So, wie gesagt, im Laden geht ihr einfach mal in den Anschlag, so wie ihr drin seid, und dann wird ein Schuh draus. So, jetzt kommt natürlich das Zweite, was ich ja schon mal auch angesprochen habe. Bei mir hat es soweit eigentlich funktioniert, zumindest auf der 7 Meter. Ihr habt es ja gesehen bei diesen Vorstellungsvideos der letzten 4 Waffen, die ich da mal getestet habe, dass die Treffer weitestgehend eigentlich alle zentrisch gewesen sind, gegenüber sonst, wo sie eher linkslastig waren. Und da bin ich tatsächlich hingegangen, im Anschlag und dann die Schulter etwas angehoben, beziehungsweise Ellbogen rausgedreht, um die Waffe in die Mittelposition zu bringen. Und schon war ich mittig. Heute werde ich definitiv sehen, ob das wirklich was wert ist, ob es tatsächlich funktioniert, da ich heute auf Ranglistenturnieren Alsfeld bin. Und da schieße ich heute EPP und EPP Polymer. Und da wird dann wirklich, werden alle Register gezogen, weil ich schnell, langsam miteinander kombinieren muss. Und da bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. Und da würde ich auf jeden Fall nochmal berichten. In diesem Sinn, probiert es aus und bitte tut mir den Gefallen, bevor ihr eine Waffe kauft, begrabbelt sie, versucht sie zu schießen. Ich weiß, das ist in Deutschland nicht ganz so einfach wegen der Verfügbarkeit etc. Aber versucht es wenigstens. Nur so findet ihr auch für euch eine Waffe, die für eure Ergonomie passend ist.